Hallo meine Lieben, ich habe gedacht, es ist gleich Fasnacht, ja. Ich mache eine Orakel ein bisschen durcheinander mit allen Themen, Stapel 1, 2 und 3 zum Auswählen. Hier geht es um Finanz, hier geht es um allen Bereichen dein Leben, hier geht es um die Stabilität und die Liebe. Du kannst, es gibt keine Regeln. Alle auswählen, du kannst eine auswählen, du kannst zwei auswählen, ja? Okay, Orakel, Karneval. Okay, wie sind die Energie am Fasnacht? Super, dann beginnen wir, ja? Letzte Botschaft. Sehen Sie. Stapel Beruf, ja? Gefahr, Warnung, Trennung, Überraschung, Schnitt, Ernte, auch im übertragenen Sinn. Finanzen, Gefahr vor zu hohen Ausgaben, ausstehende Forderungen könnte eingetrieben werden. Beruf, Landwirten gefährlicher oder belastende Arbeit. Kündigungsgefahr, Mobbing. Zeige noch einmal. Sehen Sie, ja? Letzte Botschaft für Leute da draußen, die es betrifft, eine Gruppe. So, dann kommt hier noch diese zwei Karten. Ja. Dankeschön. Die letzte Karte. Urteil. Urteil. Mach ich mal hier. Antworten der Engelkarte. Die letzte Karte, Genesung. Ich mache mal da, ich brauche ich wieder. Stapel 2, in allen Bereichen eures Lebens. Was gibt da für Botschaften? Vier der Luft. Zeit zum Ausruhen oder Urlaub machen. Ui, okay, ich werde auch gleich bald Urlaub machen. Eine Entscheidung benötigt mehr Zeit. Meditation könnte Antworten liefern. Das sind Hauptthemen in zu dieser Botschaft, ja? Ihr wisst ja schon. Die letzte Karte. Oh, Heirat. Heirat. Ring, ernste Beziehung, Vertrag. Du gehst einen Vertrag ein mit deinem Ehemann oder Ehefrau. Verbindungen werden ernst
Entschuldigung, ernst. Vertrag, privat wie geschäftlich. Ein Schritt nach vorn in eurer Beziehung. Hä? Schön. So, und jetzt kommt nochmal eine zusätzliche Botschaft. Staffel 2. Dankeschön. Vertrauen. Oh, meine Bude. So. So, und jetzt kommt Stapel für die Liebe. Stapel 3. Befreie dich. Befreie dich. Es ist Zeit, die Kontrolle über dein eigenes Leben zurückzuholen. Sieht hier diese Einhorn? Ha? Der ist am Boden. Er steht nicht. Dieser Zaun da. Wenn er steht, kann er sich befreien, weil zu klein, zu tief ist für ihn. Er braucht nur aufzustehen. Seht ihr das da draußen? Nimm die eigene Kontrolle über dein Leben zurück. Ja? Auch eine Botschaft für gewisse Leute da draußen. Herzensmann, kann dich repräsentieren oder dein Gegenüber, Hauptperson, Themen in der Liebe, Orakel, Karneval. Wie sind die Energien am Fasnacht 2017? Yeah. Kann dich repräsentieren, kann dein Gegenüber repräsentieren, kann eine Frau repräsentieren, kann ein Mann repräsentieren, wie auf dem Bild. Yeah. Staffel 3. Wie sind die Energien? Was sind die Sachen? Oh, die wollte raus. In Sachen Liebe. Schiff. Schiff steht für Handel, ja. Schiff steht für langsam sich bewegen auf eine Richtung, vielleicht auf dich zu oder dein Gegenüber kommt langsam auf dich zu. Schiff steht auch für Sehnsucht, wenn jemand das Wasser Sehnsucht hat, tiefe Gefühle und kommt langsam, traut sich langsam auf dich zuzugehen. Das kann für eine Reise repräsentieren, Entschuldigung, die Karten, für eine Reise repräsentieren, ja, oder Ausland, ja, jemand, der weg, weit weg ist von dir, oder das ist entweder für dich oder dein Gegenüber, ja, kann auch eine Botschaft sein. Februar, Fasnachtzeit, wie sind die Energie? 2017 kann auch ein Thema werden. So, und die berühmte hier. Tada! Die wollte raus. Okay. Eine Botschaft für alle. Liebe Stapel 3, du willst etwas auf Biegen oder Brechen erzwingen. Lass den Dingen Zeit. Zeit. Es gibt Verbindungen, die sich sehr langsam entwickeln. Ja? Lass
die Dinge auf natürliche Basis sich entwickeln. Ja, auch eine Botschaft. So, dann kommt hier noch, ich muss Platz machen, noch die letzte Engelskarte. Ah, da kommen zwei. Okay, dann ist es zwei Karten. Fühle. Oh, diese Engel, ja? Die Verbindung nach oben. Schau mal, was er an seinen Händen hält. Ein Teller, eine Schüssel, ja? Volle Gold. Die ist so voll, dass es noch am Boden hinunterfällt. Seht ihr das? Schön. Hier sind auch Fülle. So, jetzt lass ein wenig Zeit. Ganz wenig. So. Stapel 1, Beruf. Daran. Turm. Turm. Ich lese mal vor. Beruf, Trennung, Rückzug, Isolation, Grenze, Behörde, Beruf, großer Konzern, selbstständig, freiberuflich arbeiten, Beamtentum, Finanzen, sparen, sich einschränken, Forderungen vom Finanzamt. Entweder in deinem Beruf, ja, möchtest du selbstständig werden, ja, kann auch sein, dass eine Gruppe da draußen die Idee hat, mutig sein, um eine Selbstständigkeit zu machen, selbstständig sein. Oder es gibt auch Menschen, ja, Beispiel, die schon pensioniert sind und sich einsam fühlen, ja, und möchte etwas Gutes tun, ja, da draußen. Es gibt so viele Möglichkeiten, ja. Freiberuflich arbeiten ist auch ein Thema, ja. Oder dieser Mensch hat zu tun mit Behörden, Finanzamt, ja. Und diese Karte warnt dich, Finanzen sparen, ja, nicht so viel ausgeben, sich ein wenig einschränken in der Finanzgeld, ja, entweder oder, bitte, ja, es sind verschiedene Szenarien, weil ich weiß deine Situation da draußen nicht, ich lese die Karten, ja, und es kommt Szenarien, wie ich den euch verschiedene hier sage, aber bitte, meine liebe Schatzalinas da draußen, arbeite mit mir mit, ja, bitte, auch die Karten so deuten, wie für deine Situation gut ist, okay? Bitte, ja, danke. Dann kommt Beruf, Einheit, Schwäche. Das ist genau für mich klar, diese Botschaft an euch, wo Stapel 1 gewählt hat. Einheit ist wichtig, ja? Da ist Schwäche. Ja? Und was wollen die Engel euch sagen? Siehst du, auch so stimmig. Denke nochmal darüber nach. Einheit bei euch am Arbeitsplatz, Beruf, braucht Einheit. Es ist geschwächt, diese Position da. Denke nochmal darüber nach. Sparen. Vorsichtig sein mit Ausgaben. Denke nochmal darüber nach. Freiberuflich arbeiten. Die Leute, die das Gefühl haben, ja, ich muss etwas tun. Innerlich bringt es mir. Wie bei mir, ja? Ich muss etwas tun, ich möchte einen Weg finden, wie ich den Leuten da draußen helfen kann, mit meinem Talent, mit meiner Gabe. Versteht ihr? Das erfüllt mich,
Ja, ich arbeite 80%. Ich habe meinen Lohn. Ja, ich mache hier meine Freizeit für uns, für mich, für euch. Ja, meine Freizeit, euch die Karten zu legen, euch zu orientieren da draußen. Das ist meine Lebensaufgabe. Und jetzt habe ich so mich zusammengerissen, so Mut gehabt, auf YouTube einen Kanal aufzumachen. Diese Möglichkeit, wunderbar, die ich habe, die Leuten zu helfen da draußen. Ja? Stapel 1, Beruf. Einheit, geschwächt. Denke nochmal darüber nach. Okay? Stapel 2. In allen Bereichen dein Leben. Sieben des Wassers. Hier sind drei Kelche. Seht ihr das im Wasser? Sieben des Wassers. Jetzt muss ich zu mir drehen. Eine komplexe Entscheidung, die Notwendigkeit nachzuforschen. Hör auf, die Dinge vor dir herzuschieben. Hoffnung nicht verlieren. Und das wird dir Glück bringen. Stapel 2, Sieben des Wassers. Eine komplexe Entscheidung, die Notwendigkeit nachzuforschen. Hör auf, die Dinge vor dir herzuschieben. Hör auf, die Probleme von dir herzuschieben. Hör auf, dich immer zu lange Zeit auf eine Sache zu bleiben. Geh vorwärts und bleib in Hoffnung in dieser Situation. Du weißt selbst, welche Situation das es ist. Ich weiß es nicht, ich lese nur die Karten, ja. Hoffnung, und wenn du nicht mehr lange dieses Problem, diese Situation, egal was, wird dir Glück bringen, wird dir Glück bringen, einen glücklichen Ausgang. Und was sagt die Engels? Oh mein Gott, Halleluja. Wunderbar, ja, schiebe nicht mehr, ja? Okay, ja, es wird dir Hoffnung bringen. Ja, es wird dir Glück bringen. Ein glücklicher Ausgang. Gib die Hoffnung nicht auf. Bewege dein Popo. So, Leute, Stapel 3. Wahre Liebe. Energietendenz für Februar, Karneval, Fasnacht. Herzensdame, schön. Oh, Bouquet, Blumenstrauß. Allein die Zeit wird es zeigen. Allein die Zeit wird es zeigen. Wahre Liebe, dies ist die Liebe deines Lebens. Das kann auch ein Mann repräsentieren. Blumenstrauß. Neun, Blumenstrauß. Eine Personenkarte. Ein Mann oder eine Frau. Daran, schön. Einladung, ja. Geschenk, das ist diese Verbindung, ist ein Geschenk. Wahre Liebe. Du hast sie schon. Es wird in dein Leben kommen. Hab Geduld. Die Zeit. Die Zeit, allein die Zeit wird es zeigen. Du wirst spüren, auf jeden Fall. Wenn etwas für dich bestimmt ist von oben, das Universum dir ein Geschenk, ein Glück in der Liebe, wenn du es verdienst, dann willst du es kriegen. Ja? Dann willst du es kriegen. Achte auf Zeichen. Vielleicht ist dieser Mensch schon lang über dein Leben gekreuzt. Vielleicht ist dieses jemand aus deinem früheren Leben. Weißt du, es gibt Situationen da draußen, zum Beispiel, ich rede jetzt von mir, vom Kometa los. Du gehst einkaufen. Du triffst einen Mensch das erste Mal. Und du spürst, dass irgendwie du diesen Mensch von irgendwo kennst. Das kann Menschen von deinem früheren Leben sein. Ja?
sehr schön.